Dann würde ich sagen, können wir doch starten. Ich begrüße jetzt alle nochmal ganz, ganz herzlich zu unserem Swissreka Eureka Webinar. Ich begrüße insbesondere den Roman Burkhardt. Roman, du bist Geschäftsführer beim Interverband für Rettungswesen, IVR, aber wem erzähle ich das? Du weißt das ja. Und der Roman ist für die, die es nicht wissen, zudem noch mein Präsident. Insofern, als er Präsident des SRC, des Swiss Resuscitation Council ist. Und ich muss ehrlich sagen, den Roman für dieses Webinar gewinnen zu können, ist für mich und für Sie eine große Ehre. Roman gehört im Schweizer Rettungswesen zu den Menschen, die, wenn sie sagen, sie packen was an, dann auch wirklich was auf die Füße stellen und umsetzen. An dieser Stelle ein herzlicher Dank dafür, aber auch im Vorfeld jetzt für das Webinar. Warum, Roman, haben wir dich das angefragt? Ich gebe dir mal drei Fragen, die uns zu Ohren gekommen sind, immer wieder, die so ein bisschen skizzieren, was die Leute umtreibt. Manche kennen Swissreka offensichtlich wie ihre Westentasche. Wissen, was sie da tun, wissen, warum sie das machen. Ich habe Fragen gehört wie, was ist das eigentlich ganz genau? Also eine Unkenntnis über das, was Swissreka überhaupt darstellt. Ich habe aber auch schon die Frage gehört, das ist ein Riesenaufwand, wofür machen wir das eigentlich? Wen nutzt das was? Und ich habe auch schon einmal gehört, das hat vor 20 Jahren schon nicht geklappt, als wir die Urstein-Style-Erhebung gemacht haben. Warum sollten wir es jetzt tun? Das sind so drei Fragen, die ich dir geben kann. Ich würde an dieser Stelle, Roman, dir den Bildschirm übergeben. Du wirst hiermit zum Moderator und solltest ab jetzt Ton und Bild haben. Können wir das kurz mal checken? Ich höre dich, ich habe Bild und du hörst mich wahrscheinlich auch. Roman, damit bin ich weg. Viel Vergnügen, danke herzlich. Wir sehen und hören uns gleich wieder. Das ist gut. Ja, danke vielmals für die Einladung, Helge und Sirmet. Danke auch alle, die jetzt dabei sind und zuhören. Drei ganz interessante Fragen, auf zwei bin ich vorbereitet in der Slide-PowerPoint-Präsentation. Die dritte kann ich aber auch gerne am Ende noch beantworten. Und zwar, warum soll es jetzt funktionieren und es hat letztes Mal nicht funktioniert. Aber nur mal ganz kurz zu mir noch zurück. Ich habe 1998 kann ich den Auftrag bekommen, in meinem Rettungsdienst Lugano Reanimationsdaten anfangen zu sammeln. Im 2002 sind das nicht nur das Lugano-Daten gesehen, dann sind es plötzlich von allen Rettungsdiensten im Tessin Daten gesehen. 2006 habe ich ein webbasiertes Register, das Kantonalreanimationsregister, gebaut. Und im 2016 ist das nachher ein Schweizer Projekt geworden. Also von dort komme ich eigentlich und die Erfahrung bringe ich mit, die langjährige Erfahrung. Aber was ich jetzt eigentlich heute sagen möchte, ist Folgendes. Und zwar, was entscheidet eigentlich, ob ein Patient bessere oder schlechtere Überlebenschancen hat? Und das sind natürlich multiple Faktoren, das kennt ihr von der Straße. Die Faktoren bringt der Patient mit sich, aber auch das Ereignis selber, wenn, wo, was passiert. Und im letzten Ende System. System, wo die Antwort auf den Notfall gibt. Beim Patienten haben wir Faktoren wie Alter, wie Vorerkrankungen, das Geschlecht selber. Wir wissen, Frau, Mann ist ein Unterschied bei der Überlebenschance. Das Ereignis, ob es daheim passiert, wo niemand etwas gesehen hat, oder auf der Straße passiert, ob es am Tag oder in der Nacht passiert, das sind alles Faktoren, wo begünstigend oder hemmend können sie natürlich für das Überleben. Und System. Wie gut können wir den Notfall erkennen? Wie gut können wir antworten? Haben wir First Responder? Haben wir keine Frühdefibrillationskonzepte? Wie gut sind unsere Rettungswagen und wie schnell sind sie vor Ort? Und so weiter und so fort. Dort, wo alles die drei Dimensionen sich in seinen besten Faktoren auswirken, dort haben wir eigentlich die beste Chance. Das Problem ist einfach nur, dass wir präklinisch den Faktor Patient oder Dimension Patient kaum können beeinflussen, das Ereignis auch nicht. Das Einzige, was wir können, ist das System beeinflussen. Und das System sollte man versuchen, so in die Position hineinzubringen, damit die positiven Faktoren, die zum Überleben bringen, mehr vorhanden sind, als wenn man nichts würde machen an dem System. Was heißt das ganz konkret? Ganz konkret heißt das, wir müssen Daten aus dem System herausholen, wir müssen wissen, was läuft.
Die Daten, die müssen wir analysieren, die müssen uns Informationen liefern. Die Informationen sollten wir verarbeiten und unser Wissen aneignen. Und wenn wir uns das Wissen angeeignet haben, dann geht man davon aus, dass man eigentlich agieren sollte, basierend auf das Wissen. Das heißt also, von dem System, wenn wir lernen, aber dem System auch wieder etwas zurückgeben, damit es sich verbessern kann. Ganz ein konkretes und banales Beispiel: Bei den Daten in einem Reanimationsregister haben wir zum Beispiel da auf der rechten Seite die Rohdaten. Der Herzrhythmus wird erfasst, die Fibrillationszeit, die Hilfsfristen vom Rettungsdienst und natürlich noch viele andere. Wir wissen auch, wenn wir die Daten ein bisschen miteinander verknüpfen, dann wissen wir auch, dass in der Schweiz plus minus 25% von der Herzrhythmen, wo der Rettungsdienst vorfindet, ist defibrillierbar, drei Viertel ist nicht oder nicht mehr defibrillierbar. Wir kennen auch die Hilfsfrist von den Rettungsdiensten, wo im Schnitt zwischen 10 und 12 Minuten ist. Das sind alles Informationen, die wir aus diesen Rohdaten herausholen. Jetzt kommt eben der nächste Schritt. Was machen wir mit dem? Wir wissen, dass je länger das die Hilfsfrist geht oder je länger das der nicht-therapeutische Intervall geht, desto höher ist die Chance, dass wir einen Rhythmus haben, der nicht mehr defibrillierbar ist. Sprich, wir müssen alles daran setzen, damit wir schneller beim Patienten sind, damit wir den Patienten schneller können reanimieren und allenfalls auch können, frühzeitig defibrillieren. Wir wissen das aus der Literatur aus Las Vegas, wo man in den Casinos 60 bis 70% schockierbare Rhythmen hat und dort aber auch die Überlebenschance sehr hoch ist. Was hat man dort gemacht? Dort hat man wirklich am System geschafft, in diesen vier Mooren, in diesen Casinos und hat so wirklich sehr gute Ziele können erreichen. Genau das Schema wollten wir auch machen auf nationaler Ebene. Ein System, ich kann schnell mal von einem System reden, aber was ist ein System? Der IVR hat das kürzlich versucht, grafisch darzustellen. Und zwar kennen wir die zentralen Glieder, die kennen wir. Das ist wirklich die Antwort, die wir geben, wenn es mal passiert, dass ein Patient im Kreislaufstillstand ist. Sprich, die Rolle von der Notrufzentrale, die spontane erste Hilfe vor Ort, angeleitet eventuell durch den Disponent. Dann idealerweise die organisierte erste Hilfe mit der First Responder oder Betriebssanitäter, was auch immer. Und dann die professionelle Rettung. Dreh- und Angelschiebe ist in unserem System ist, Notruf 144. Dann kommt natürlich das Spital, die ganze Rehabilitation. Das hat sich eigentlich alles nicht verändert. Das ist das System, das man schon kennt. Was wir uns aber wenig bewusst sind, ist, da vorne kann es wirklich nur Leute beim 144, wenn jemand auch erkennt, dass das ein Notfall ist. Und eine erste spontane Hilfe kann nur stattfinden, wenn jemand wirklich auch schon weiß, was zu machen ist. Und darum ist für uns absolut wichtig, dass am System schrauben, System optimieren, heisst auch Bevölkerung informieren und sensibilisieren und Bevölkerung schulen. Weiter werden wir nachher noch sehen, gibt es noch andere Steps, die uns helfen, das System zu verbessern. Aber das System, das Kreisli, das ich vorher gezeigt habe, ist praktisch da in einer anderen grafischen Darstellung unsere Rettungskette. Nur jetzt zum Re Register. Was ist das Register überhaupt? Das Register ist ein langzeit-multizentrisches, prospektives Längsschnittstudie. Was heißt das konkret? Das heißt, dass wenn wir heute einen Kreislaufstillstand haben, dann tun wir den verfolgen bis zu seiner Spitalentlassung und 12 Monate überaus. Das heißt, also, wenn er überlebt, 12 Monate nach Reanimation wird er nochmal einmal kontaktiert. Darum ist es Langzeit, weil es über Jahre wird gehen, das Ganze. Das Register ist nicht in einer gewissen Zeitperiode. Das haben wir irgendwann ist angefangen und werden das kontinuierlich immer wieder weiterführen. Multizentrisch, weil alle Rettungsdienste von der Schweiz praktisch mitmachen und sehr viele Spitäler. Prospektisch, weil wir eben gegen Führer schauen und den Patienten begleiten. Und Längsschnitt, weil wir ihn über den ganzen Weg begleiten. Das Swissreg ist webbasiert. Das heißt, wir geben die Daten im Internet ein.
Der Datensatz, der nimmt nicht einfach dich frei erfunden, sondern die Basis, der Kern ist international gestützt. Das ist ein Datensatz, wo die ganze Community miteinander entschieden hat, wäre gut, würde man sich daran halten, wenn man Daten sammelt. Will Swissrega eben versucht, das System zu hinterleuchten mit Daten, ist es auch recht komplex, wie das System selber auch komplex ist. Das heißt, in dem Reanimationsregister fließen Daten hinein vom Rettungsdienst, von der Luftrettung, vom 144 und auch vom Spital und auch Daten von den First Responder. Nur First Responder sind die einzigen, die nicht direkt Zugang haben zum Register, sondern ihre Aktivität wird über derjenige oder diejenige Organisation oder Einsatz eingibt, wird die dann geschildert und sollte sich so widerspiegeln. Swissrega ist Grundlage für Clinical Governance. Wir werden das im Laufe von dem Referat da eigentlich kapieren, was das ist. Aber Quintessenz ist, mit diesen Daten, wenn die uns schon Informationen liefern, dann sollten wir auch mit diesen Informationen etwas anfangen. Und was fangen wir an? Wir müssen das System optimieren. Wir schrauben. Und das ist Clinical Governance praktisch. Es sollte die Kultur von der Exzellenz fördern, weil dank an dem Register und dank den Informationen, die wir rausholen, sieht man auch, dass man recht gut ist. Man kann sich auch mal auf die Schulter klopfen und hey, ich bin gut. Nichtsdestotrotz sollte es auch ein bisschen der Drive sein, um zu sagen, ja, ich bin gut, aber da liegt vielleicht noch etwas mehr drin. Und darum wird das Swissrega auch können, indirekt beeinflussen können. Und darum streben wir eigentlich den Kulturwandel an. Wir wollen ja etwas verändern und dann, das ist schon ein Wandel. Und der Wandel fängt bei den Leuten immer zuerst im Kopf oben an. Und last but not least, es könnte auch Basis sein für eine wissenschaftliche Forschung, wobei ein Register ist nie die beste Voraussetzung für eine wissenschaftliche Verarbeitung. Ohne gross, da ist geschrieben hineingehen, würde ich jetzt eigentlich obendurch das Farbliche nochmal anschauen. Und zwar, wie ich gesagt habe, die involvierten Organisationen, Rettungsdienst, bodengebunden oder Luft, gibt ihren Einsatz ein. Sie haben eine Reha, sie geben die ein. Die wird webbasiert im Cloud wird die gespeichert. Jede involvierte weitere Partnerorganisation, sprich das 144, sprich der Heli, wenn der Heli auch noch gekommen ist, oder das Spital, wenn der Patient bis zum Spital gekommen ist, die bekommen dann eine Benachrichtigung und mit der Aufforderung, los, die Organisation X hat einen Eintrag gemacht, du bist dort auch zitiert praktisch. Gang deine Daten anschauen, ob die wirklich stimmen oder ob sie du eventuell noch musst anpassen. Das wäre dann der Step da. Kontrolle und eventuell Daten korrigieren. Dann wird das Ganze wieder abgespeichert und dient letztendlich für das, wo man sie eigentlich wendet, und zwar Datenanalyse und Informationen wieder rausholen. Und das sollte dann eben uns helfen, das System zu verbessern. Wenn ich wieder zurückkomme auf unser System, was kann ein Swissrega abdecken mit seinen Daten? Ja, das sind genau die. Das sind die von der üblichen Rettungskette, die wir schon kennen. Dort holen wir Daten rein. Was Swissrega nicht kann, ist über Sensibilisierung von der Bevölkerung oder Breitenschulung, Swissrega keinen Platz für Daten aufzunehmen. Wie ist Swissrega heute verbreitet? Auf der linken oberen Seite sehen wir die Schweiz, was den Rettungsdienst betrifft, bodengebundenen Rettungsdienst. Sie sehen, das ist praktisch alles grün. Es gibt noch ein paar dunkelblaue Pünktchen. Die kommen eventuell noch oder werden auch gar nicht mehr kommen. Aber mit den grünen Pünktchen sind wir praktisch schon bei 90% von der Schweizer Wohnbevölkerung vertreten im Swissrega. Die gelben Pünktchen, die ihr seht, im Kanton Waadt. Der Kanton Waadt hat entschieden, dass er en bloc reinkommt und die Bearbeitung von den Rettungsdiensten, von den Dossiers, sind wir jetzt dran. Die sind praktisch beendet. Also ich gehe davon aus, dass im zweiten Semester 2021, dass wir die auch noch drinnen haben. Dann hätten wir 95 bis 98% von der Schweizer Wohnbevölkerung praktisch deckt. Dann haben wir, muss gerade schnell schauen, oben rechts ist Luftrettung. Da ist 100% dabei. Also alle vier Luftrettungsanbieter, die wir haben in der Schweiz, machen bei Swissrega mit.
Notrufzentrale haben wir 13 auf 12 auf 15. Da fehlen noch drei. Eine kommt eben noch mit dem Kanton Watten. Und bei den anderen ist es etwas, was sich sicher noch in der nächsten Zeit wird lösen. Bei der Spitallandschaft sehen wir auf der rechten Seite, es machen recht viele Spitäler schon mit. Die mich interessieren, sind die mit dem grösseren Kreisel drumherum. Das sind die mit der maximalen Versorgung. Das heisst also, dort, wo ein Patient mit Status nach Reha eigentlich sollte hingehen, idealerweise. Da gibt es sicher noch sehr vieles zu, aber ich komme dann nochmal zurück auf das. Ich habe eben vorher viel geredet von Daten sammeln, Informationen rausholen, Wissen aneignen. Alles gut und recht. Aber wenn man nicht weiss, wohin das man will, wo ist unser Ziel und dann stoppe ich, dann dient das auch wieder nicht viel. Das heisst also, es braucht wirklich eine Überlegung, wo sind unsere Ziele. Und diese Ziele hat zum Beispiel in den letzten 2 Jahren der SRC entwickelt. Er hat die nationale Überlebensstrategie bei Kreislaufstillstand herausgebracht und veröffentlicht. Dort drinnen sind aufgelistet wirklich alle Ziele, die wir erreichen wollen. Und was man sicher will, ist das Bewusstsein natürlich von den Leuten sowie von unseren Partnern, will man wirklich verankern, dass Kreislaufstillstand eine wichtige Sache ist. Dann natürlich Prinzipien von der Überlebenskette, die sind dort integriert, das ist alles ein in einem. Die Leute natürlich befähigen. Ich komme wieder zurück auf die ersten Glieder von der Rettungskette. Wir werden sie informieren, sensibilisieren und befähigen. Dann würde man natürlich auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Reanimation umzuleiten in Empfehlungen natürlich. Dann würde man auch Qualität messen und schauen, wo das man steht. Was wir sicher suchen in dieser Strategie, ist nicht ein Alleingang, sondern der SRC hat zusammen mit allen nationalen Akteuren versucht, die jetzt schreiben, damit das so breit gestützt und breit ist wie möglich. Und wir erhoffen uns eigentlich praktisch, dass wir mit diesen Massnahmen auch etwas bewirken. Und das, was wir bewirken, würden wir dann auch wieder messen. Und darum jetzt analog vorher ist, was deckt die SRC-Überlebensstrategie ab? Alles, das ganze System. Es redet über das Gesamte von links nach rechts. Wer das noch nie gesehen hat, wird das selber können anschauen auf der Seite resuscitation.ch. Aber einfach mal so ein Beispiel wieder zurück auf Swiss Reca. Wenn man diskutiert über Bystander-CPR oder Ersthelfer-Reanimation, dann haben wir da nicht ganz klar definiert, dass wir gern hätten 90% von der Ersthelfer-Reanimation innerhalb 3 Minuten wie beobachtet den Kreislaufstillstand. Also sehr, sehr ambitiös. Zumal Quantität 90% wie auch Schnelligkeit. Und dann möchte man noch, dass die, die reanimieren, in 80% von dem, was sie machen, auch wirklich effizient sind. Wow. Sehr hohe Messlatte, die wir da angesetzt haben. Eins von den Tools, die wir haben, ist Swiss Reca. Und dann denke ich, gehen wir kurz schauen, wo stehen wir heute. Heute ist es so, unser Ziel ist bei 90% und die Schweiz steht bei seiner Ersthelfer-Reanimation bei 63%. Das heisst also, jetzt haben wir sowohl eine Antwort, wir wissen, wo wir stehen, wir wissen auch, dass der Weg zu 90% noch recht weit ist und jetzt können wir anfangen zu schreiben und schauen, was wir verbessern können. Ein weiteres Beispiel, bei der Telefonreanimation, 90% der Fälle, wo es eine eindeutige Indikation zur Reanimation gibt. In diesen Fällen sollte in 90% der Fälle sollte die Telefonreanimation stattfinden. Und die Telefonreanimation sollte auch wieder sehr sportlich in 3 Minuten gemacht sein. Auch da sehen wir wieder, haben wir Swiss Reca, eines der Tools, die wir messen können. Und wo stehen wir da heute? Nur in 42% der Situationen, wo die Indikation gegeben wäre für eine Telefonreanimation, hat auch eine stattgefunden. Also jetzt haben wir schon mal einen Unterschied zu vorher. Ersthelfer-Reha war gar nicht einmal so schlecht gewesen. Telefon-Reha sind wir noch recht weit entfernt. Das heisst noch nicht, da gibt es noch viele Begründungen, warum das da drinnen ist. Aber das ist jetzt einfach mal ein erster Input. Und schon hat uns Swiss Reca wieder etwas weitergeholfen.
in der Systeminterpretation. Und das ist genau der Punkt, der letzte, den ich nicht angesprochen habe in der Kette. Wir müssen messen, wir müssen kontinuierlich messen. Das müssen wir auch als Profis, wenn wir beim Patienten sind und wieder heimkommen, müssen wir im Stillen kurz überlegen, sind wir heute gut gewesen? Habe ich das gebracht, was ich jetzt soll? Habe ich die Arbeitsdiagnosen eigentlich auch gecheckt und es ist dann auch die gewesen im Spital und so weiter? Das muss auch ein Rettungsdienst machen. Ein Rettungsdienst muss sich auch überlegen, wie ist meine Leistung, was könnte ich verbessern? Das muss ein Kanton machen, das muss ein IVR machen und das muss natürlich auch eine Nation machen. Dementsprechend haben wir das integriert, dass wir immer wieder kontinuierlich das System messen und beurteilen. Nur so haben wir wieder Inputs für wieder nach vorne gehen und bei jedem Glied wieder anfangen zu stöbern. Zum Glück sind wir nicht allein. Das heisst, also wir können über den Tellerrand schauen und wir haben das diverse Mal schon gemacht, aber ein offizieller Moment war bei der Eureka One-Studie im 2014. Dort hat man versucht, über europaweit einen Monat lang die Reanimationsdaten zu sammeln und zusammen in den gleichen Topf hineinzugehen. Wenn wir jetzt kurz schauen vom Register her, ist das unser Register gewesen, und zwar several local registries, also sind zwei, drei Register, lokale sind drin gewesen. Es ist kein nationales Register gewesen. Und tatsächlich, wenn wir schauen, die Repräsentativität ist unter 25% von der Schweizer Bevölkerung gewesen, also praktisch nichts. Man kann auch sagen, dass es praktisch Tessiner Daten gewesen sind, plus minus. Zu was hat das gebracht? Das hat zu einer ersten Analyse gebracht auf europäischer Ebene. Eins der Punkte war, ja, wie ist der ROSC? ROSC ist ja Return of Spontaneous Circulation, also der Moment, wo der Patient wieder einen spontanen Kreislauf hat. Da sieht man schon mal sehr interessant, die Schweiz scheint eines der besten Länder zu sein. Wir haben Top-ROSC-Raten. Und vor allem gegenüber anderen bringen wir unsere Patienten nicht unter Reha ins Spital, sondern die sind on-off, schwarz-weiß. Entweder haben sie wieder einen ROSC oder sie kommen nicht ins Spital. Wenn man das auf der rechten Seite anschaut, dann sieht man das auch wieder, dass unsere ROSC-Rate sehr hoch ist. Das heisst, wenn man ein bisschen rechts und links schaut, dann gibt es viele, die schlechter sind als wir, aber natürlich auch bessere. Meine Mutter hat immer gesagt, du musst nicht auf die schauen, die schlechter sind, sondern auf die, die besser sind. Und darum schaue ich jetzt mal auf links. Das hat etliche da auf der linken Seite noch. Aber ein wichtiger Faktor ist die Länge da von diesen Stäbchen. Die zeigen praktisch, dass die Daten, die zur Verfügung gestanden sind, die sind so wenig gewesen, dass wahrscheinlich das Pünktchen da eher ein Zufallsfaktor gewesen ist, als wirklich dort zu positionieren. Und darum ist, wenn ich zu den Besseren schaue, ist Deutschland eigentlich das Land, wo ich muss sagen, an dem muss ich mich orientieren, weil das Steckchen ist sehr klein. Das heisst, der Punkt, der ist wirklich dort. Und nicht Zypern, wo ein grösseres Steckchen noch als wir. Wieso sage ich das? Weil bei der Spitalentlassung sind wir die Besten in Europa. Unsere Patienten, die kommen wieder gut raus. Also da könnte man brillieren und sagen, wow, die Besten. Aber schauen da wieder da, Steckchen ist sehr lang. Und wahrscheinlich ist Spanien, stehen die besser da als wir. So ist das auch Begründung, warum im rechten Diagramm wir gar nicht mehr vorkommen. Weil da sind die ausgeschlossen worden, die weniger als 10 Patienten Spitalentlastung haben. Was heisst das? In dem einzigen Monat, wo wir analysiert haben, da sind weniger als 10 Patienten aus dem Spital wieder rausgekommen in der Schweiz. Und die wenigen sind einfach gut rausgekommen, darum sind wir da positioniert. Aber eigentlich haben wir nie etwas zu suchen. Und das ist auch ein kleines Problem in der Eureka One-Studie. Man hat wirklich gesehen, es gibt grosse Differenzen an Volumen an Daten und vor allem das gröbste Problem war, obwohl es ein Dataset Utstein gibt, obwohl es eine internationale Vorgabe gibt, welche Daten das man sammeln muss. Und das höre ich auch immer wieder, wieso sammeln wir die Daten? Ja, weil es vorgegeben ist, zum Teil.
Alle Nationen haben Birnen mit Äpfeln vermischt und die einen sogar noch Bananen. Also es war wirklich Strub gewesen, da etwas Intelligenz rauszuholen aus dieser Eureka-One-Studie. Schwachstelle aus Schweizer Sicht ist ganz klar das Spital. Das Spital liefert uns heute nur ein Drittel von den Informationen, wo wir eigentlich brauchten. Im Sinne von all den Patienten, die hospitalisiert werden mit einem Status nach ROSC, nur in einem Drittel von den Fällen haben wir einen Return, was das Outcome betrifft. Und so kann man natürlich nicht gut schaffen. Dann war Eureka-2-Studie. Dort hat man versucht, über 3 Monate das Gleiche nochmal zu machen. Was hat sich verändert? Verändert hat sich das wieder auf Schweizer Ebene, sind es mehrere Register gewesen, aber siehe da, jetzt sind wir eigentlich praktisch schon fast bei 50% von der Schweizer Wohnbevölkerung sind wir gewesen. Und zwar ist das wie Reko schon gewesen, einfach dann noch nicht alle oder viele Rettungsdienste noch nicht mitgemacht haben. Aber die Datenbasis ist die beste. Da ist Survival, also die Spitalentlassung, hat man da wollen analysieren, wie die Überlebenschancen ist und man sieht die Schweiz wieder nicht. Obwohl wir jetzt auch wirklich viele Daten haben. Das ist, weil eben das Spital uns die Daten nicht liefert. Dementsprechend haben wir bei dieser Studie, bei dem Diagramm da nicht können Teil davon sein. Aber wenn man jetzt die Daten, die man zurückbekommen hat, wenn man die analysiert, dann ist die Schweiz dahinter. Also ihr seht, auf der rechten Seite, bei den schlechteren, es ist eine kontinuierliche Schwankung, rechts, links, einmal sind wir gut, einmal sind wir nicht gut. Wenn man mit Daten schafft, muss man wirklich immer aufpassen, über was redet man, mit welchen Daten redet man, was sollen sie aussagen. Und das ist eigentlich die größte Challenge von so einem Register. Mit den Daten richtig super können aufzuarbeiten, damit sie auch aussagekräftig dann im Endeffekt sind. Aber es gibt auch gute Return von der Studie. Und das ist natürlich Bystander-CPR-Raten ist dort analysiert worden. Und das ist europaweit ist die etwa bei 58% gewesen. Und wir haben ja vorher miteinander angeschaut, wir sind bei 63%. Also sind wir eigentlich über dem europäischen Schnitt. Das heißt, wir müssen uns sicher nicht verstecken. Alles in allem sind wir im Trend mit Europa. Aber wir haben das Zeug dazu. Das ist auch der Grund, warum das SRC die Überlebensstrategie geschrieben hat. Wir haben wirklich das Zeug dazu, um können top of class zu sein. Aber der Weg dorthin, der wird noch ein bisschen dauern. Was hat sich zwischenzeitlich verändert? Es hat noch keine Eureka-3-Studie gegeben. Das wird es wahrscheinlich noch geben. Aber mindestens die Datenlage in der Schweiz hat sich massiv verbessert. Wir sind jetzt eins von diesen 3, 4 einzigen nationalen Reanimationsregister, die es gibt in Europa. Was könnte man eigentlich mit dem eigentlich noch mehr machen? Und zwar sehr interessant wird es mit diesen Daten, wenn man sie nicht nur retrospektiv analysiert, was ist passiert, wie jetzt zum Beispiel da in dem Fall ist, da hat man geschaut, wo sind Kreislaufstillstände gewesen, wo haben wir Defibrillatoren und wenn man jetzt da schaut, die violetten Pünktchen, das sind Kreislaufstillstände und die orangen, das sind Defibrillatoren, wo sie sind. Ihr seht, das ist ein Mismatch auch wieder zwischen Bedürfnis und praktisch der Apparat, der zur Verfügung steht. Und da kann man jetzt wirklich auch anfangen, obwohl man mit retrospektiven Daten schafft, einmal Überlegungen starten, könnte man die Defis nicht ein bisschen verschieben, damit sie ein bisschen intelligenter angesiedelt sind. Dann haben wir seit wenigen Monaten den UBROSC eingeführt. Der Score gibt uns die Chance, aufgrund von den Faktoren, die wir am Anfang sehen, in diesen Kreisli vom Patienten, vom Ereignis, vom System, tut er zusammenrechnen, wie hoch ist deine Chance auf einen ROSC, auf eine Wiederherstellung vom spontanen Kreislauf. Zu was soll das führen? Das soll dazu führen, dass wir vor Ort ein Tool mehr haben im Entscheidungsprozess. Was machen wir mit dem Patienten? Gehen wir weiter, stellen wir ab, tun wir ihn in Tod begleiten? Was machen wir mit dem Patienten? Also auch das sehr. Daten können uns ein Tool liefern, wo uns in der Praxis morgen konkret hilfreich sein.
Was man auch könnte machen, das Beispiel Tessin. Man könnte genau sehen, wie ist der Trend, wie tut sich das Ganze entwickeln in der nächsten Zeit. Also wir können sagen, los, in dem und dem, in der Gemeinde nehmen die Fälle zu, in dem anderen nehmen sie wieder ab. Auch dort können wir natürlich agieren und Strategien implementieren, damit wir das zeitnah bekämpfen können, wenn die Kreislaufstillstand dann kommt. Handherum ist es epidemiologisch natürlich sehr interessant, die Trends zu sehen und zu sagen, warum ist in einer gewissen Gemeinde steigen es an und in einer anderen hingegen zum Beispiel stagniert es, wie man das da sehr gut sieht. Also Daten können extrem interessant sein. Das ist ein gewagter Schritt noch weiter. Und das ist natürlich das Zukunftsmodell. Das ist getestet worden im Tessin und funktioniert. Das heißt praktisch, wir können im Kanton Tessin, und das Ziel ist, dass man das nachher schweizweit auch kann, heute schon sagen, wenn, wo, in welcher Gemeinde in den nächsten Jahren dann Kreislaufstillstand wird stattfinden. Wie präzise, dass man da können sehen, das ist schwierig, aber wir können mindestens sagen, wohin das der Trend wird gehen. Wir können schon proaktiv, können wir etwas in den Weg leiten. Und das ist natürlich das Top. Das ist genau das, wo die FBI zum Beispiel benutzt. Sie haben ja schon eine Handvoll Algorithmen basierend auf Daten, wissen sie schon, wenn die nächsten Verbrechen werden stattfinden, mit einer Wahrscheinlichkeit, wo statistisch recht hoch ist. Das wissen ihr auch, wird zum Teil schon benutzt zur Disponierung auch von der Rettungsmittel. Und genau das Prinzip, das versuchen wir da auch anzuwenden. Pionier ist immer ein bisschen der Kanton Tessin gewesen. Der IVR und die gesamte Schweiz wird davon ein bisschen profitieren. Das Know-how, der Transfer werden wir übernehmen ins Swissregion. Drum, abschließend. Was dient ein Register? Ein Register dient dazu, Daten zu sammeln, zum System können optimieren. Voraussetzung ist, man macht etwas mit diesen Daten und man tut sie auch korrekt interpretieren und nachher vor allem wählen, umsetzen. Die Frage ist, warum machen wir den ganzen Aufwand für 1-2% von den Patienten? Nur darum, weil da ist es überschaubar, da ist es, das Resultat ist sehr schnell ersichtlich und vor allem bin ich davon überzeugt, dass wenn wir das da machen, dann ist nachher der Klick auch da für andere Krankheitsbilder. Also durchaus möglich, dass wir in den nächsten Jahren analog Swissreca, Reanimation, so etwas machen für Stroke, für Trauma, für akute Atemnot. Thoraxschmerzen und so weiter und so fort. Also das First Hour Quintet, dass man das so betreut. Das ist der Grund, warum wir heute so ein bisschen viel Aufwand machen für 1-2 Patienten. Wieso soll es das Jahr oder das Jahr das mal nicht mehr scheitern? Und zwar, die Voraussetzungen sind ganz andere. Die gesetzliche Grundlage ist komplett anders. Das Swissreca basiert auf das Humane Forschungsgesetz, wo uns erlaubt, das zu machen, was wir möchten. Es erlaubt auch, dass das Spital uns Daten zurückgibt. Das hat er dazumal nicht dürfen. Heute darf es. Wenn er es nicht macht, dann ist es einfach, weil er sich heute noch nicht, entweder kann er keine Ressourcen mobilisieren oder er sieht seine Wichtigkeit noch nicht im System, so wie wir sie hingegen sehen. Das heißt, man muss ihn noch ein bisschen zeugeln, bis er kommt. Aber Voraussetzungen sind gegeben. Und der letzte Faktor, warum das es dazumal gescheitert ist, ist die zum Teil schlechte Qualität von den Daten. Auch da müssen wir aufpassen, dass unsere Daten im Swissreca so sauber wie möglich sind. Darum haben wir vorher die Kontrollmöglichkeiten gesehen, wo man die Sachen kann wieder säubern und kontrollieren und validieren. Und vor allem Swissreca ist es so aufgebaut, dass es dich nur das fragt, was dich muss fragen für deinen Einsatz, den du hast. Aber wenn es dich etwas fragt, nachher ist es ein Pflichtfeld. Also du kommst nicht drum herum, nicht zu antworten. Mit diesen drei Aspekten erhoffe ich mir, dass die Chancen zum Überleben von einem Reanimationsregister besser sind. Und abschließend, der letzte Faktor, warum das es jetzt anders ist, ist genau, weil mit diesen Daten jetzt haben wir Manpower dahinter, wo die Daten können verarbeiten und analysieren. Das ist meine Vorstellung von Swissreca. Ich danke euch.
Und ich glaube, ja, der Satz, das sagt alles. Der größte Entwicklungskiller ist wirklich der, wenn man sagt, man hat es immer so gemacht. Wieso müssen wir auch ändern? Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich stehe zur Verfügung für weitere Fragen.